Liebe Widder, herzlich willkommen auf meinem Kanal Auroras Sternenmagie. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir gleich in die Energien der kommenden 7 Tage für euch zum Thema Liebe und Wunschpartner schauen. Und für alle, die heute das erste Mal zu mir gefunden habt, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wie immer starte ich mit 3 Hauptenergien, mit den Feen-Tarot-Karten, 3 Hauptüberschriften zum Thema Liebe und Wunschpartner. Auf die gehe ich dann mit dem Licht- und Schattentarot dann ganz klar drauf ein. Am Ende werde ich mit den Lennemann-Karten noch eine kleine Aussicht für die 7 Tage fragen und verschiedene Orakelkarten noch dazu nehmen, um das Ganze so abzurunden. Jetzt lasst uns aber reinschauen, denn deswegen seid ihr ja heute hier in die Hauptenergien zum Thema Liebe für euch, was ich euch da für schöne Botschaften überbringen darf. Für meine Widder, für die kommenden 7 Tage, welche Hauptenergien zum Thema Liebe und Wunschpartner? Sehr, sehr schnelle Energien, schnelle Botschaften, klare Botschaften, hoffe ich. Prinz des Frühlings. Da fällt gleich eine Personenkarte aus dem Deck. Ihr wisst, habe ich vergessen zu Anfang zu sagen, allgemeines Reading, Personenkarten sind geschlechterneutral. Ihr dreht sie euch bitte so hin, wie es für euch passend und stimmig ist. Des Weiteren kennt das Universum die Zeit nicht wie wir. Also in dem Moment, in dem ihr beginnt, dieses Video zu schauen, beginnen auch die 7 Tage zu laufen. Das kann in einer Woche, einem Monat, einem Jahr sein. Total egal, wenn euch diese Botschaft erreichen soll, werdet ihr sie auch finden. Gut, Prinz des Frühlings. Eine sehr charmante Person, leidenschaftlich, ein bisschen hibbelig, ja, so ein bisschen ruhelos, selbstbewusst auch. Und ja, die Karte sagt aber von der Energie euch auch eine leidenschaftliche Liebesbeziehung voraus. Also da bin ich dann wirklich gespannt, was für Klärungskarten wir auf den Prinz oder die Prinzessin des Frühlings erhalten. 6 des Winters, positive Veränderungen stehen dir bevor. Schwierige Zeiten, die ein Ende nehmen, sagt die Karte auch. Es wird euch eine Last von den Schultern genommen. Möglicherweise werdet ihr auch eine Reise tun, wenn 2 eine Reise tun. Das werden wir gleich sicherlich noch in Erfahrung bringen. Aber was das Thema Liebe betrifft, wenn ihr gerade ein bisschen Sorgen hattet, wenn es gerade nicht so lief, wie ihr euch das gewünscht habt, wenn ihr gerade Streit, Stress hattet, keine klare Sicht, sagt euch die 6 des Winters schon mal, diese Last wird euch von den Schultern genommen. Und das ist ja schon mal zu Beginn eine super schöne Karte. Jetzt haben wir auch noch ein Ass hier liegen. Ihr wisst, Ass immer eine Chance. Und das Ass des Winters sagt dir, lass dich von Herausforderungen nicht aus der Ruhe bringen. Ja? Wenn euch ein kleiner Stein in den Weg gelegt wird, mein Gott, vielleicht auch ein Berg, geht außen rum. Ja? Steht nicht davor, schaut diesen Berg an und denkt euch, okay, jetzt ist es vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Es gibt immer einen Weg. Und ihr könnt, wenn ihr auf dem Berg startet, könnt ihr gar nicht wissen, was euch vielleicht Schönes begegnet, wenn ihr den Weg außenrum nehmt. Ja? Vielleicht seht ihr Dinge, die ihr sonst nie gesehen habt. Vielleicht erlebt ihr Dinge, die ja nie eingetroffen wären, wenn ihr stur auf diesen Berg schaut. Also lasst euch nicht entmutigen. Ganz klare Botschaft. Nimm die Herausforderung an. Also das sind schon mal sehr positive Karten, die euch ermutigen sollen, die euch sagen, es wird leichter, denn die Last wird euch ja von den Schultern genommen und gebt nicht auf. Das ist so die Hauptenergie, die Hauptbotschaft, was euren Herzensmenschen, der ja hier gleich zu Beginn gefallen ist, betrifft. Also ja, jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir nämlich genauer mit dem Licht- und Schattentarotkarten von Chris Ann auf die Hauptenergien ein.
Welche Botschaft zum Prinz oder Prinzessin des Frühlings darf ich überbringen? Hätte ich gerne drei, jetzt noch zwei klare Botschaften, klare Aussagen, was dem Prinzen oder die Prinzessin meiner lieben Widder betrifft. Und eine noch bitte. Irgendwie bleibt mir heute immer die Stimme weg. So, da ist sie gefangen. Wow. Wow. Ja, also, was für eine schwierige Zeit ihr auch gerade durchlebt. Ich kann euch tatsächlich sagen, sie wird sich wandeln, denn wir haben die Vier der Stäbe. Die Vier der Stäbe sagt, ihr bekommt eure Lebensfreude zurück. Ihr werdet das Leben wieder genießen. Ihr werdet Spaß haben. Ihr werdet rausgehen. Ihr werdet einfach glücklich sein und unternehmenslustig. Ja? Mit Freunden was unternehmen? Gut möglich auch für euch Singles, dass wenn ihr rausgeht, wenn ihr Einladungen von Freunden annimmt oder von Freundinnen, egal, die sagen, hey, komm, lass uns da und da hingehen, dann ist es gut möglich, dass ihr bei diesem Treffen mit euren Freunden, da wo ihr hingeht, essen, keine Ahnung, in die Disco, in den Club, in irgendeine Kneipe, den Menschen trifft, für den ihr bestimmt seid oder der für euch bestimmt ist. Denn wir haben die Neun der Kelche hier. Was bedeutet, ihr werdet aus den Vollen schöpfen. In jedem Kelch steckt Liebe, Geborgenheit, Zärtlichkeit, alles, was man sich in der Liebe wünscht. Also super, super schöne Karten. Und für diejenigen von euch, wo es halt im Moment gerade nicht so läuft, kann ich euch sagen, ihr werdet wieder in die Leichtigkeit kommen. Wenn ihr euch gerade nicht gut fühlt, wenn ihr das Gefühl habt, nichts geht voran, ja, hier ist euch ja gesagt worden, lasst euch nicht entmutigen, dann sagen die Karten, hey, es wird schön, es wird richtig, richtig schön werden und die Liebe kommt wieder auf euch zu. Also mega tolle Energien auf euren Wunschpartner gefallen. Die positiven Veränderungen, die bevorstehen, ja. Bin gespannt, was da noch für Botschaften für euch kommen, denn hier haben wir ja die positiven Veränderungen, ja. Und auch so die Aufforderung, verkriecht euch nicht, geht raus mit euren Freunden, denn da wartet etwas Wunderschönes auf euch. Eine Karte, bitte noch eine Botschaft zu den Sechs des Winters. Welche Veränderungen stehen meinem Widder denn bevor? Positive Veränderungen, ne? Stehen ja hier. Die schwierigen Zeiten hören auf und es kommt Positives auf euch zu. Ja. Die Zehn der Schwerter. Geht weiter, ja? Geht aus der Traurigkeit raus. Wenn ihr gerade traurig seid, wenn ihr euch gerade nicht sicher seid, schaut nach vorne, denn ihr seht die Frau, die geht auf die Sonne ins Licht zu. Da hinten ist es noch dunkel, ja. Da oben die Vögel, die in diesem Kartendeck so wunderschön einem immer ins Ohr flüstern, Gedanken aufkommen lassen, die einen verunsichern, die einen traurig machen, die habt ihr aufgeschreckt, ja, das ist vorbei. Ihr werdet nach vorne schauen, ihr werdet auf die Sonne schauen und sagen, hey, da wartet das Glück auf mich, denn das wartet auf euch, wenn ihr weitergeht. Wie ich am Anfang gesagt habe, wenn ihr vor dem Berg stehen bleibt, dann seht ihr den Stein und mehr nicht. Aber die ganzen Energien sprechen ja dafür, dass ihr weitergehen sollt, dass es zum Erfolg werden soll, dass ihr nicht den Mut, nicht die Hoffnung, nicht das Vertrauen aufgeben sollt, denn da kommt etwas Schönes auf euch zu. Und ja,
Der Magier ist noch gefallen, der euch sagt, hallo, ihr habt alles in euch. Ihr habt alles in euch, eure Träume, eure Wünsche wahr werden zu lassen. Der Magier weiß, was er tut. Der Magier hat die Zaubersprüche in sich. Wenn er sie nicht ausspricht, tut sich nichts. Wenn ihr euch nicht vertraut, wenn ihr nicht an euch glaubt, verändert ihr nichts. Aber ihr habt es in euch. Ihr könnt euch euer Leben so bunt malen, wie ihr es möchtet. Und genau das Gleiche auch in der Liebe. Also ihr habt alles in euch und ihr werdet diesen Weg gehen. Ihr werdet euch umdrehen und werdet sagen, da vorne wartet das Licht, da vorne wartet die Liebe auf mich. Und dahin gehe ich jetzt. Und mit den 6 der Münzen schaut es euch an, der Ausgleich, der kommt. Geben und nehmen. Da kommt eine Liebe auf euch zu, die, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, die von Geben und Nehmen geprägt ist. Nicht, dass ihr immer gebt, dass ihr immer anruft, dass ihr immer verwöhnt. Nein, das wird sich ändern. Das ist, ja, 2 Schalen, kann man auch sagen, die gleichermaßen gefüllt sind. Also super, super schön. Und die Last, die euch von den Schultern genommen wird, ist der Mut, den ihr haben werdet, den ihr in den nächsten Tagen bekommen werdet, weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben, nicht zu rosten, ja? Euch nicht in einer Sackgasse zu fühlen, sondern zu sagen, hey, nach dem Tal geht's wieder bergauf, ich sehe das Licht da hinten, ich weiß, dass es schön wird und ich vertraue darauf, dass es schön wird. Und diese Kraft werdet ihr bekommen und mit den 9 der Kelche und mit den 4 der Stäben wird Lebensfreude und Liebe in euer Leben kommen. Ganz bestimmt sogar. Hier, jetzt Ast des Winters. Lass dich von Herausforderungen auf deinem Weg nicht abschrecken. Was darf ich denn dazu noch für Botschaften bringen? Zu dem Ast des Winters. Für meine Widder 3 Karten, 3 klärende Botschaften hätte ich da gerne. Dankeschön. Noch 2 Tipps, Ratschläge, Botschaften aus der geistigen Welt. Dankeschön. Das war die erste. Ja. Ass. Ass der Schwerter. Ganz klar. Euch werden neue Ideen kommen. Ja? Der Magier wird das möglich machen. Der Magier in euch wird euch Ideen aufploppen lassen, wie ihr euer Ziel erreicht, neue Strategien, neue Wege aufzeigen. Ihr werdet vor diesem Berg nicht stehen bleiben. Ihr werdet genau wissen, gehe ich rechts lang, gehe ich links lang. Vielleicht sagt ihr auch, okay, ich gehe oben drüber, ja? Werde von da oben die Aussicht genießen. All das, also ihr werdet nicht stehen bleiben. Da kommen Ideen, da kommen Dinge in eurem Kopf an, von eurem Herzen, von eurer Intuition, ja, denn der Magier ist ja spirituell, der hört auf das, was sein Inneres ihm sagen möchte und dadurch werdet ihr ganz neue Perspektiven entdecken, also super schön und schaut her, mit dem Page der Stäbe, so werdet ihr dann loslaufen, ja. Voller Elan, voller Schwung, voller Power, nichts kann euch aufhalten, ich will mein Ziel erreichen und ich werde mein Ziel erreichen, das ist die Energie. Da kommt Schwung in die Bude bei euch, wortwörtlich. Und am Ende steht der Sieg. Was auch bei euch gerade los ist, was die Liebe betrifft oder euren Wunschpartner, hier seid ihr auf der Siegerstraße. Es wird zum Erfolg führen. Ihr werdet die Kraft finden, ihr werdet sagen, so, das ist mein Ziel und den Weg nehme ich. Und am Ende der Straße wartet, ja, der Lorbeerkranz auf euch, der Sieg. Der Gehängte ist gefallen, super schön. Gerade eben habe ich noch gesagt, vielleicht kraxelt ihr den Berg auch hoch und schaut von oben herunter. Und genau das sagt der Gehängte auch. Eine andere Perspektive einnehmen. Die Sachen einmal
aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Wie kann ich es noch machen? Was ist überhaupt passiert? Falls ihr gerade in einer Sackgasse seid mit eurem Herzensmenschen, wie kann man die Situation verändern? Was kann ich verändern? Was kann ich tun? Was muss passieren, damit wir diese Liebe auch leben können? All solche Dinge sieht man, wenn man einmal die Perspektive wechselt. Und wie ihr seht, die Frau, die hängt da in diesem Tuch mit einer Hand, hält sie sich nur fest, das ist absolutes Vertrauen. Vertrauen in euch, Vertrauen, dass alles so kommt, wie ihr euch das wünscht. Und das sind mega Aussichten. Jetzt schauen wir mit den Lenormand-Karten einmal, was die denn noch zu den kommenden 7 Tagen zu sagen haben. Gerne für die kommenden 7 Tage. 3 Karten, 3 Aussichten, was sich da denn so noch tut in der Liebe oder mit dem Wunschpartner. Wow, ja, was? Schaut her. Die Treppen, es geht aufwärts, ja, eine neue Stufe erreichen, nach oben klimmen. Also immer, vorhin habe ich gesagt, den Berg hochkraxeln. Ich habe gesagt, durch das Tal gehen und wissen, dass es oben wieder schön wird, dass das Licht wieder scheint, die Sonne wieder scheint. Ihr werdet mit eurem Wunschpartner eine neue Stufe erreichen. Auf jeden Fall. Ihr werdet den Mut haben, es anzugehen. Da ist eigentlich keine einzig negative Karte gefallen. Also wenn ihr jemanden kennenlernen solltet, wenn ihr Single seid, dann wisst ihr, dass das der richtige Weg ist, dass das der richtige Mensch ist. Das fühlt ihr einfach, ja? Und ihr habt das Vertrauen, das anzugehen. Und für diejenigen von euch, die gerade so in einer Krise stecken, ja, wie ich gesagt habe, vor dem Berg stehen, mit dem Wunschpartner nicht wissen, wie es weitergeht, einfach die Wand vor Augen haben, kann ich euch sagen, es kommt eine Nachricht rein. Ihr werdet eine Nachricht erhalten von eurem Wunschpartner. Für die Damen ist es der Herr, für die Herren die Damen. Ihr wisst, ihr dreht es euch bitte hin. Ihr werdet eine Nachricht erhalten. Also falls ihr das Gefühl habt oder es gerade Stillstand ist, ihr nicht wirklich wisst, kommt er aus dem Quark oder nicht, da wird sich definitiv etwas verändern und zwar zum Positiven. Denn wir haben den Erfolg ja hier liegen, wir haben die Liebe, die Leichtigkeit hier liegen. Also ja, hätte gerne noch 3 Karten, Dankeschön. Noch 2. Ja, klar. Stabilität. Das Haus steht für Stabilität. In eure Beziehung kommt Festigkeit, Stabilität, das feste Fundament rein. Also die ganze Unsicherheit, die zwischen euch vielleicht geherrscht hat, geht raus. Es wird sich festigen. Ihr müsst jetzt aber nicht denken, in den nächsten 7 Tagen wird das genau so gezimmert sein. Nein, das ist ja ein Weg, den ihr macht. Ja? Ihr sollt den Weg ja angehen. Ihr sollt nicht stehen bleiben. Ihr sollt nicht auf diese Wand starren. Was aber nicht bedeutet, dass ihr über diesen Felsen springt und gleich auf der anderen Seite seid. Aber nein, ihr werdet die Ideen bekommen, wie ihr weiterzugehen habt, wie ihr diese Liebe auf einen Nenner bringt, wie diese Liebe stabil werden kann, ja, so dass sie wachsen kann, dass ihr euch beide wohlfühlt. Und diese Nachricht wird auch damit zusammenhängen. Vielleicht ist gerade Stillstand bei euch. Keine Nachrichten, keine Gespräche, aber da wird etwas kommen, was euch wieder motiviert, ja, nach vorne zu gehen. Und ihr habt einen langen Weg hinter euch. Teilweise habt ihr einen langen Weg hinter euch und bei einigen von euch kann es auch sein, dass es eine Dreiecksbeziehung ist oder war. Also die Karte sagt mir eigentlich mehr jetzt war, dass ihr eine Nachricht erhaltet, dass alles verändert.
Das war wahrscheinlich oder ist vielleicht auch noch eine Dreiecksbeziehung, aber da kommt eine Nachricht herein, die sagt, hey, ich weiß jetzt, wie wir alles auf die Reihe kriegen können, damit unsere Liebe stabil wird, damit ja unsere Liebe nach Hause kommt sozusagen, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, eine gemeinsame Zukunft. Also sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir noch mal die Nachricht. Die Blumen sagen ja auch immer Komplimente, eine Nachricht, eine Einladung wird euch erreichen und die wird euer Herz erblühen lassen, ja? Denkt mal dran, wenn ihr ein paar frische Blumen auf dem Tisch habt und geht hin und riecht, was für ein Gefühl das ist. Ihr habt den Duft in der Nase, die Farben sind wunderschön, ihr erfreut euch an dem Anblick und genau dieses Gefühl wird in euch hochkommen. Da gibt es eine Einladung, eine Nachricht für euch, die euer Herz höher schlagen lassen wird. Super, super schöne Energien auf jeden Fall. Und der lange Weg, ja. Das ist genau das, was am Anfang mit dem Berg, ne, euch nicht entmutigen lassen von den Hindernissen, die es gab in dieser Liebe. Nicht entmutigen lassen, nicht den Glauben aufgeben, nicht die Hoffnung und das Vertrauen aufgeben, dass daraus eine wunderschöne Liebe entsteht. Was möchte euer Herzblatt euch denn ganz persönlich als Botschaft mitgeben? Dankeschön. Du, ich, große Gesten. Kein Blumenstrauß der Welt ist groß genug, um das auszudrücken, was ich für dich empfinde. Kein Geschenk der Welt ist teuer genug, um dir zu zeigen, wie wertvoll du für mich bist. Aber ich halte weiter die Augen für dich offen und solange müssen dir diese wenigen Worte reichen. Du bist alles für mich. Das lasse ich jetzt einfach mal kurz so setzen. Das ist mega schön. Ich kriege gerade eine Gänsehaut. Die kleinen Herz-Orakelkarten haben sicher auch noch was zu euch beiden zu sagen. Welche Botschaft hat denn Amor für euch? Du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen, lass den Dingen Zeit. Ja, wenn du jetzt hinstehst und mit der Spitzhacke auf den Berg einhackst, wirst du nicht viel erreichen, außer dass dir die Steine wahrscheinlich auf den Kopf fallen. Also nimm dir die Zeit, den kleinen Umweg zu gehen, denn der führt dich ans Ziel. Das haben wir hier ja mehrfach in den Karten liegen. Nimm dir die Zeit. Die Ideen werden kommen, dein kleiner Magier wird dir den Weg aufzeigen und du wirst den Weg gehen und das wird super schön. Freundschaft, pflege die Bande der Freundschaft. Ja, hier haben wir die Freunde auch liegen. Wie gesagt, entweder unternimmst du was mit den Freunden, oder du bist mit den Freunden unterwegs, triffst jemanden, die Freunde bringen dich auf neue Gedanken, zeigen dir vielleicht auch neue Wege auf. Also du bist nicht alleine, auch wenn du dich manchmal in manchen Momenten, an manchen Abenden vielleicht auch einsam und alleine fühlst. Das bist du nicht. Und folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nicht mehr mitnehmen, nur deine Seele. Und du wirst der Stimme deines Herzens folgen. Ganz, ganz sicher. Und dein Herz wird dich auf den richtigen Weg führen und das wird ein Happy End, meine Lieben. Ihr bekommt eine Nachricht, die alles verändern wird. Ihr dürft euch nicht von diesem Stillstand, von diesen Hindernissen, von diesem nicht wissen, woran ihr seid, aus dem Vertrauen bringen. Nein. Das wird mega. Glaubt mir. So, jetzt hätte ich gerne noch zum Abschluss eine persönliche Botschaft für euch vom Universum, ganz persönlich an euch. Was möchte das Universum euch noch mit auf den Weg geben? Dankeschön.
Wenn ich mich auf mein inneres Licht ausrichte, sehe ich die Welt mit den Augen der Liebe. Und ihr werdet mit den Augen der Liebe auf die Welt schauen demnächst, hundertprozentig sicher hier. Denkt immer an diesen Blumenstrauß. Wenn ihr gerade in einem Tief seid, dann sucht euch immer etwas, was euch zum Lächeln bringt. Bleibt nicht in dieser negativen Emotion hängen. Ich sage ja auch immer und immer und immer wieder, und ich kann es nicht oft genug sagen, das Universum ist ein Spiegel. Was ihr nach oben gebt, das spiegelt das Universum euch zurück. Also, ja, ich liebe diesen Spruch, gib jedem Tag die Chance, der Schönste in deinem Leben zu werden. Und das ist mein Abschlusssatz für heute. Ich hoffe, ihr lächelt. Ich hoffe, ihr sagt, okay, scheiß auf den Berg. Ich gehe jetzt außen rum. Ich gehe mein Ziel an. Ich werde meine Träume verwirklichen. Und habt die Kraft, das auch anzugehen. Vielleicht habt ihr jemand, bei dem ihr denkt, ha, das ist eigentlich genau, ist auch Widder. Könnt ihr das Video gerne teilen, freue ich mich. Wenn ihr Spaß hattet, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn ihr noch kein Abo habt, drückt das Glöckchen, freue ich mich auch. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ich antworte immer. Und wenn ihr denkt, Aurora, schau doch mal für mich genauer hin, dann findet ihr unter dem Video alles, was ihr zu einer persönlichen Legung wissen solltet. So, meine Lieben, ich wünsche euch eine traumhaft schöne Woche, zieht gute Schuhe an, geht außen rum und schaut, was hinter dem Berg Schönes auf euch wartet. Bis dahin schicke ich euch ganz viel Licht und Liebe. Tschüss.